So, dann machen wir noch weiter mit dem Strömungsfeld. Und da haben wir noch eine Übungsaufgabe aus der wohl allerursprünglichsten Form des Strömungsfeldes. Da, wo das nämlich alles mal herkam und wo Strömung auch tatsächlich Strömung ist, nämlich 7,4 Elektroden in, so schreibt man das, Elektrolyt. Auch ohne H. Ja, was haben wir? Da haben wir noch einen schwarzen Stift. Die Idee oder das Setup ist wieder das, man hat so zylinderförmige Elektroden und die hängen in so einem Eimer mit einer Elektrolytflüssigkeit, also irgendein Salz wahrscheinlich drin. Ne? So, Eimer. Die Flüssigkeit ist blau, ne? Also in der Badeanstalt zumindest. Und können wir das mal andeuten, dass das Elektrolyt ist. So, oben fließt natürlich nichts. Und die Eintauchtiefe von diesen Dingern hier ist dann H eingetaucht. Die haben einen Radius von R0, also einen Durchmesser von 2R0 und einen Abstand der Mittelpunkte von 2A. So. Wie groß ist der Widerstand zwischen den beiden? Und eine Leitfähigkeit Kappa hat natürlich dieses Elektrolyt, ne? Sie gucken mich so an, sind das irgendwie. Die Frage ist klar, ne? Ja, alles gut. Ne? Ups, das sollte keine Welle werden, sondern ein, immer noch nicht, ein, sondern ein Kappa. So, besser geworden. Ne? Gut. Das ist ganz ähnlich wie die Aufgabe, die wir hatten mit dem Messen zwischen zwei Punktelektroden. Sich erinnern, wo ich noch sagte, so, damit kann man noch Archäologie betreiben und so. Also wo sie so zwei Elektroden einfach in den Boden haben und sich das Feld dann angucken und dann in der Mitte irgendwo messen. Das in der Mitte messen machen wir jetzt nicht, wir wollen nur den Widerstand messen oder wissen. Aber vom Ansatz her ist es ähnlich. Wissen Sie noch, wie wir da vorgegangen sind? Naja, zentrales Thema war da der Überlagerungssatz. Ne? Hat man gesagt, hier ist der Punkt und dann geht es so halbkugelförmig, geht die Welle dann weg. Oder geht die Welle nicht, sondern geht der Strom dann weg. Ne? So, hier haben wir jetzt so einen Zylinderleiter, also der taucht jetzt so ein bisschen ein in den Boden. Und wir gehen natürlich davon aus, dass Randfelder nicht da sind. Ich glaube, da steht sogar in der Aufgabenstellung drin. Ne, steht nicht drin, aber man muss bei diesen Aufgaben immer davon ausgehen, dass Randfelder vernachlässigbar sind. Randfelder. Vernachlässigbar. Was heißt das in diesem Fall? Ja, das heißt, dass wir eigentlich nur den Strom betrachten wollen, der so fließt. Und nicht den, der jetzt vielleicht hier unten noch rummachen würde. Ne? Also den nicht. Das heißt das X da an der Stelle. Ne? Also das Kreuz. So, abgesehen davon wissen wir, dass diese Elektroden hier sehr gut leitend sind. Oder müssen davon ausgehen, sodass die erstmal zunächst Äquipotentialflächen darstellen. Und vor allen Dingen, dass sich der Strom hier auch ganz gleichmäßig darauf verteilen kann auf den Dingern. Nicht? So, und wenn wir jetzt nur mal eine Elektrode in einem Zylinderfeld betrachten, betrachte nur eine
Elektrode und deren zylinderförmiges Feld, dann wäre das Modell ja Elektrode und da so ein Eimer drumherum. Ne? So, wie weit weg wir den Eimer machen, ist eine ganz andere Frage. Meinetwegen legen wir den auf Masse und hier geht der Strom rein. Wir haben hier, auch wenn es nicht so aussieht, wieder den Radius 2R0. Und was wir da hinten haben, können wir sagen, okay, das ganze Ding ist hier 2R groß. So, und wenn das so zylinderförmig alles ist, dann können wir natürlich auch ausrechnen, wie groß die Stromdichte ist. Die Höhe von diesem Ding hier ist zufälligerweise gerade das H. Das heißt also, der gesamte Strom I, der da irgendwie reinkommt, der teilt sich auf die gesamte Mantelfläche hier. Und dann haben wir eine Stromdichte von J gleich I durch 2 Pi R mal H. So. Und damit haben wir ein elektrisches Feld oder eine elektrische Feldstärke E. Wir können das Ganze jetzt auch JR noch nennen, dass wir hier unten noch einen Index reinpacken, damit wir auch noch den Vektorcharakter unterstreichen und wissen, wo das herkommt. Ne? Alle anderen Komponenten haben wir nicht. Wir haben hier keine Komponente in Z-Richtung und wir haben auch keine Komponente so in Phi-Richtung, so drumherum. Ne? Alles nicht da. Jetzt müssen wir noch, um das Feld zu kriegen, das Ganze durch Kappa teilen. Und dann war es das. So. Hilft uns das irgendwie weiter? Beziehungsweise hat noch einer den Fahrplan, wo wir eigentlich hinwollen? Das können wir zwischendurch auch mal fragen. Hm? Ja, was ist der Weg zum Widerstand? Genau, Spannung, ne? Also Strom annehmen, Stromdichte, Feld. Also Widerstand. Ergab sich ja immer der Weg. Zum Widerstand ist I, J, E, Phi bzw. U und dann R gleich U durch I, womit das I dann wieder rausfällt. Ne? So, den halben Weg sind wir jetzt gegangen, schon mal ohne den Plan zu haben. Ne? So nach dem Motto, ja, aber auch nur auf die halbe Ebene, den halben Weg. Wir haben ja hier noch nicht die Stromdichte von dem berechnet, aber das können wir ja eigentlich genau so, nur andersrum und dann überlagern wir das. Also können wir auch einfach weitermachen, indem wir jetzt nämlich sagen, wir brauchen jetzt das Potenzial von einer Elektrode. Ich gehe diesen Weg jetzt, das ist dann etwas anderer, als den wir damals gegangen sind. Stellen uns einfach vor, es wäre eine Elektrode und dann ein Zylinder ganz, ganz weit außen drum herum. Die zweite brauchen wir noch nicht. Dann haben wir hier Phi von R gleich minus Integral. Bei R0 fangen wir an zu integrieren. Wir integrieren bis R. ER von R dr. Ganz schön viele R's drin. Eingesetzt minus I durch 2 Pi H mal Kappa mal Integral R0 bis R 1 durch R dr gleich minus I durch 2 Pi H mal Kappa mal ln R durch R0. Ne? So, das ist das elektrische Feld. Wir bauen das zusammen zu dem Feld der zwei Elektroden. Ich schreibe mal das Potenzial der zweiten Elektrode dahin. Das ist zunächst mal, weil der Strom andersrum läuft, negativ. Und dann müssen wir uns noch überlegen, wo denn das ganze Ding ist. Jetzt nehmen wir mal an, wir haben mit dieser Elektrode hier begonnen und haben hier unseren Nullpunkt, unseren Null hingelegt für das X-Koordinatensystem oder das R-Koordinatensystem. Lassen wir mal R laufen und nicht X. So, dann ist der bei 2a. Das heißt, wir müssen eigentlich nur
R durch 2a minus R ersetzen. Das heißt also, dass Phi 2, 2 wird das, von R ist gleich, das Minuszeichen machen wir weg, I durch 2 Pi H mal Kappa mal ln 2a minus R durch R0, ne? Ja. Weil es einfach andersrum läuft, ne? Wenn Sie jetzt sich eine lokale x-Koordinate von dem Ding hier, hier ausdenken und Sie wollen zu dem gleichen Punkt, der von hier gemessen bei r ist, dann liegt der von da gemessen bei 2a minus r. Ne? Hier. Da wollen Sie hin. Wenn das r ist, dann ist der Weg 2a minus r. Okay, so, das gesamte Potenzial ist also Phi, ich nenne das mal G von R, ist gleich Phi von R plus Phi 2 von R. Und dann haben wir hier I durch 2 Pi H mal Kappa mal ln 2a minus R durch R0 minus ln R durch R0. Okay, was brauchen wir? Die Spannung. Das ist U gleich Phi von R0 minus Phi von 2a minus R0. Das heißt, also wir laufen von dem einen äußeren Radius bis zum anderen äußeren Radius. Ne? Das ist der Weg, den wir gehen müssen. Und wenn wir das jetzt einsetzen, haben wir dann U gleich I durch 2 Pi H mal Kappa mal und zwar ist das Phi gesamt ln 2a minus R0 durch R0 minus ln R0 durch R0, das ist ein sehr schöner Wert. Minus, jetzt kommt das da. Das wird ln R0 durch R0. Und dann kommt nochmal Plus. ln 2a minus R0 durch R0. Klammer zu. Das macht 0. Und stört damit nicht weiter. Die beiden addieren sich und machen die 2 hier unten weg. Also I durch Pi mal H mal Kappa mal ln 2a minus R0 durch R0. Okay. Und das mit dem Tafel sauber machen hat nicht so gut geklappt. Bitte? Ach so, stimmt. Ja, hatte ich gesagt. Bitte? Wieso? Das ist, den Einwurf hört keiner, hat keiner gehört. So. Aber ich kann ja die freie Tafel hier nutzen und schon mal weitermachen. Und dann ist natürlich R, das sind ganz schön viele R's, ne? Einfach das I weggemacht hier. 1 durch Pi Kappa mal H mal ln 2a minus R0 durch R0.
So, man kann auch anders vorgehen, kriegt das. Also ich habe zwei Lösungen hier, eine Musterlösung angegeben. Eine muss reichen. Sie können ja auch spaßeshalber jetzt hier R0 auf A gehen lassen. Nur mal so in Gedanken. Wie groß wird der Widerstand? Naja, null, ne? Ich meine, da steht ja ln A durch A und macht das Sinn? Ja, es macht Sinn, weil dann bedröhnen sich die Elektronen. Also das funktioniert sogar sowas, ne? Und wenn ich vorher davon ausgegangen bin, dass die halt besonders gut leitend sind, dann und ich deren Leitfähigkeit, endliche Leitfähigkeit, gar nicht angenommen habe, dann kommt halt sowas aber raus, nicht? Super, wa? So, und jetzt kommt noch was fürs Leben. Ich kann das wegmachen? Also es ist weg jetzt. Und zwar haben wir jetzt mal einen speziellen Leitungswiderstand und wir nehmen an, dass man in einem Leiter eine Stromdichte hat, die sich eine Stromdichte hat, die sich zum Rand hinzieht. Und zwar mit J von R gleich irgendein J0 von R, das noch nicht näher spezifiziert ist, mal E hoch R durch Delta. So, zu was führt das? Das führt dazu, wenn Sie jetzt in einem runden Leiter ich schreibe mal gleich dazu, das ist eine Vereinfachung. Denn eigentlich müsste das die Bessel-Funktion sein. Zu was führt das, wenn Sie jetzt so einen Leiter haben hier und da lassen Sie mal den Radius R laufen und hier gucken Sie sich die Stromdichte an, dann stellen Sie fest, dass die Stromdichteverteilung so ist. Irgendwas verkehrt? In einem runden Leiter. So, hat der Oberschmitter was Esoterisches angenommen, was es so in der Welt gar nicht gibt? Nee, hat er nicht. Also das, was hier sicherlich falsch ist, das sei mal auch fürs Video erwähnt, das ist nicht die IDE-Funktion, die stimmt so nicht. Die stimmt nicht bei runden Leitern, da müsste eigentlich die Bessel-Funktion hin, aber der grundsätzliche Verlauf ist schon sehr ähnlich. Solche Effekte treten auf bei Hochfrequenzleitern, auch bei Hochspannungsleitern, denn was passiert ist, dass aufgrund des ändernden Feldes, insbesondere des Magnetfeldes, der Strom in einem Leiter nach außen gedrängt wird. Das passiert nicht bei Gleichstrom, weil da gibt es kein ändertes Feld, bei Wechselstrom aber sehr wohl. Dadurch, dass es hier wechselnde Felder gibt und dadurch Induktionsspannungen und Ströme entstehen, drängt sich der Strom an die Ränder, was letztlich dazu führt, dass Sie bei Hochfrequenzleitungen eigentlich nur noch die Oberflächenschicht betrachten müssen, die letzten paar Mikrometer, was dazu führt, dass kein runder Leiter, aber immerhin zum Beispiel Alufolie völlig ausreicht, um einen maschinenlesbaren Personalausweis abzuschirmen, ne? Weil die hohen Frequenzen, auch selbst die dünne Alufolie nicht durchdringen aufgrund dieser Stromverdrängungseffektes hier, weil das die Ströme nur auf der Oberfläche der Alufolie gibt und die nicht die Alufolie durchdringen, was dazu führt, dass bei Hochspannungsleitungen auch da nicht im ganzen Maße, aber weil die Dinger halt auch sehr dick sind. Die Frequenz ist ja niedrig mit 50 Hertz, aber die Leiter sind dick und es geht viel Leistung dadurch. Auch da dieser Effekt auftritt, dass die Stromdichte am Rand größer ist als in der Mitte. Also das gibt es real existierend. Kein Witz jetzt. Und die Frage ist, wie wirkt sich das aus? Ich meine, Sie können sich das ja überlegen. Wenn im Prinzip, Vorsicht, das ist jetzt nicht der Hohleiter, ne? Wenn im Prinzip das Innere eines Leiters überhaupt nicht zum Strom
Transport beiträgt, dann kann man es ja auch hohl sägen, ne? Also durch und fertig, ne? So, und aus sicherlich auch anderen Gründen macht man das ja zum Beispiel bei Hochspannungsseilen so. Da hat man ja in der Mitte Stahlseile, die das Ding halten. Und für die mechanische Festigkeit sorgen. Und außen drumherum ist ja das Alu-Geflecht, das eigentlich den eigentlichen Stromleitung macht, ne? Also so sind die Dinger ja aufgebaut. So, hätte man wahrscheinlich auch gemacht, wenn es diesen Effekt nicht gäbe. Ich hätte man auch in der Mitte Stahl gemacht, weil es ist einfach fester als Alu, ne? Und hätte einfach gesagt, okay, dann nimmst du halt die schlechte Leitfähigkeit in der Mitte in Kauf. Wird umso entspannter, weil der Strom sowieso nicht so sich in der Mitte konzentriert, sondern außen, ne? So, das wollen wir jetzt mal alles durchrechnen, wie sich das auswirkt. So, dieses Delta hier wird noch Eindringtiefe genannt. Ergibt sich aus den magnetischen Eigenschaften und der Leitfähigkeit. Formel gebe ich jetzt nicht an, und der Frequenz. So, wir haben dann ansonsten das Material mit der Leitfähigkeit. Kappa. So. Und A ist, berechnen Sie den Gleichstromwiderstand eines zylindrischen Leiters mit Radius R0 und Länge L. Okay, das war ja das, was Sie jetzt mittlerweile alle können, ne? AR ist gleich. Eins durch Kappa mal L durch A, ne? Gleich 1 durch Kappa mal L durch Pi R0 Quadrat. Berechnen Sie den Gesamtstrom durch den Leiter im Wechselstromfall, also mit oben genannter Stromdichte, die da. Weisen Sie nach, dass für Delta sehr viel größer R0, also homogene Stromdichte, das erwartete Ergebnis folgt. Was ist da erwartet? Das überlegen wir uns gleich. So, wir nehmen die Stromdichte an oder müssen den Strom erstmal komplett ausrechnen. Dann ist ja B, I, oder was? Ja. So, der gesamte Strom ist ja einmal über den Querschnitt integriert. J, DA, ne? Und jetzt müssen wir das Ganze noch so hinschreiben, dass wir das auch ausrechnen können, weil mit so einem abstrakten Doppelintegral kann man ja nicht viel tun, außer es schön hinschreiben, dass es gut aussieht. Nee, überhaupt keine Verwirrung. Klar gemachtes Verfahren. Ich integriere über den Querschnitt, da ist nichts Verwirrendes dran, das heißt das hier, ne? So. Und wieder was? Nee, das macht auch nichts außer, ja, das macht hier jetzt schon ein bisschen was. Also ich integriere erst einmal über den Radius. Und jetzt muss ich natürlich auch, das hatten wir ja auch, über alle Winkel integrieren, ne? Damit kriege ich jetzt in Polarkoordinaten die gesamte Fläche hin. J von R, und jetzt brauche ich noch das Flächenelement. Ein Flächenelement hier ist erst einmal R d Phi. Ja, weil das ist ja das Stückchen Winkel, das nach außen gehend immer zu einer größeren Strecke führt. Deswegen rd phi mal dr. So, und jetzt kann ich das Integral auf die Funktion einsetzen. Gleich Integral 0 r0, 0, 2 pi. Das j0 lasse ich mal vorne stehen. E hoch r durch Delta mal r d phi dr. So, die Integration d phi ist relativ einfach auszuführen, weil nichts hier hängt von phi ab. Also ist das einfach nur eine Multiplikation mit 2 pi. Also j0 mal 2 pi mal Integral von 0 bis r0. E hoch, nicht Delta, sondern E hoch r durch Delta mal r dr. Und jetzt muss ich noch, ja eigentlich r mal E hoch R integrieren, und das kann ich in einer Tabelle nachgucken morgen und bekomme letztlich mit Hilfe Tabelle
Habe ich das denn eigentlich in der Integrationstabelle hier bei mir da hinten? Ah, die habe ich nicht mit, oder doch? Nö, aber Sie könnten es auch mit partieller Integration hinkriegen. Also Sie sicherlich. Ich. Dann ist das 2Pi mal J0 mal Delta Quadrat mal E hoch R durch Delta mal R durch Delta minus 1 und das Ganze von 0 bis R0. Und das macht dann 2Pi J0 mal Delta Quadrat mal obere Grenze eingesetzt E hoch R0 durch Delta mal R0 durch Delta minus E hoch R0 durch Delta plus 1. Genau. So, das ist die Stromdichte. Der Strom. So, was würden Sie jetzt erwarten, wie groß der Strom im Gleichstromfall ist? Also dann wird das Delta, die Eindringtiefe, sehr, sehr viel größer. Das heißt, das letztlich die Eindringtiefe ist sehr viel größer als die, als der Radius des Leiters. Ja, dann müsste es platt sein, ne? Also letztlich im Gleichstromfall. Im Gleichstromfall muss es eine platte Gleichstromverteilung geben. Überall ist die Stromdichte gleich. So, jetzt müssen wir mal gucken, wenn wir jetzt hier einsetzen, dass R0 sehr viel kleiner als Delta wird, ob wir dann zu irgendwas kommen. Und was wir hier feststellen, ist, dass wir hier zu nichts kommen, weil wenn wir nämlich hier jetzt zum Beispiel sagen, ja okay, dann wird das hier irgendwie, also R0 durch Delta wird zu 0, dann wird das zu 1, dann ist das hier weg, dann wird das zu 1, dann kommt 0 raus. Das war es irgendwie nicht, ne? So, der Weg ist also nicht der richtige, also müsste man jetzt den Grenzübergang nach L'Hôpital zum Beispiel machen oder so. Schon mal gehört, ne? Oder ich mache es lieber, dass ich hier irgendwie eine Reihenentwicklung mache. Näherung für Delta sehr viel größer, R0. So, und dann können wir mal ansetzen, E hoch R0 durch Delta ist dann ungefähr 1. Plus R0 durch Delta plus 1/2 R0 durch Delta und das alles zum Quadrat. Das hier eingesetzt. I gleich 2pi J0 mal Delta Quadrat mal. Okay, dann. R0 durch Delta, ich multipliziere gleich aus, ne? Plus R0 Quadrat durch Delta Quadrat plus 1/2 R0 hoch 3 durch Delta hoch 3, das ist das erste, minus 1 plus, nee, minus R0 durch Delta minus 1/2 R0 durch Delta zum Quadrat plus 1. So, was geht weg? Es geht weg. Ich mache es mal in Rot. Die 1 mit der 1, das R0 durch Delta mit dem R0 durch Delta.
Und dann haben wir hier noch stehen ein R0 durch Delta Quadrat minus 1/2 R0 durch Delta zum Quadrat und das da. Dann haben wir hier 2 Pi mal J mal Delta Quadrat mal, macht erstmal 1/2 R0 Quadrat durch Delta Quadrat plus 1/2 R0 hoch 3 durch Delta hoch 3. So, wenn ich das jetzt ausführe, habe ich 2 Pi mal J mal, schreibe ich aus, mal 1/2 R0 Quadrat, das ist sehr schön, plus 1/2 R0 hoch 3 durch Delta. So, das hier ist sehr klein, aufgrund dessen, was ich da oben hatte. Also kommt raus Pi mal J0 mal R0 Quadrat. Und das ist ja das erwartete Ergebnis. Ne? Im Prinzip war es eine mathematische Fingerübung. Also jetzt mal diesen Grenzübergang da nochmal zu bestimmen. Ne? Weil es eben so einfach nicht ging hiermit, ich lasse einfach was wegfallen, was Kleines und so, dann fällt nämlich alles weg. Und das ist dann ja letztlich genau der Strom, den Sie im Gleichstromfall hätten. Die gucken schon wieder so kritisch. Kritisch, ja. Was mit dem Minus passiert? Welchen Minus? Das da? Ne, das ist ja nicht da, weil da ist R0 durch Delta Quadrat minus 1/2 von dem macht die Hälfte, nur im Plus. Okay? Ja. Was reicht? Einfach, ich weiß nicht, habe ich das schon länger gefragt. Ich mache alle nur bis zur zweiten Ordnung und sagen zum höherer Ordnung. Nee, was reicht? Also im Prinzip stecken Sie da a posteriori, wie heißt das? Also Wissen von nachher rein, ne? A posteriori heißt das, glaube ich. Also Wissen, das Sie erst nachher haben könnten. Insofern ist das getrickst. Man kann auch sagen, ich probiere es mal mit nullter Ordnung. Das habe ich gemacht da eben, geht in die Hose. Ich probiere es mal mit erster Ordnung. Hätte ich das getan, wäre der Term weg und der Term weg, dann käme was Falsches raus. Ne? So, und ich probiere es dann mal mit quadratischer Ordnung. So, dann kriege ich das raus, was ich gern hätte. Also nicht, wenn Sie es einfach so mit der Hand am Arm machen. Wenn Sie systematischeres Verfahren verwenden, also weit genug entwickeln, bis Sie merken, dass jetzt spielt es wirklich keine Rolle mehr und so, oder wirklich L'Hôpital oder sowas verwenden, dann geht das auch. Also das Problem ist, dass das, was ich jetzt hier gemacht habe, nicht komplett systematisch ist, sondern eigentlich eine Abkürzung zum Ziel. Und deswegen muss das Wissen reinschauen. Aber Sie haben ja Grenzwertentwicklung, haben Sie ja in Mathematik gemacht, ne? Also L'Hôpital wäre da sowas und gehen nach unendlich oder nach Null und so. So. Okay, jetzt wollen wir den Widerstand wissen, den so ein Leiter hier hat. Wie machen wir denn das? Mein Ansatz steht mit drin in der Aufgabenstellung. Nämlich, dass man eine Leitfähigkeit annimmt,
Kappa-Strich von R gleich Kappa durch E hoch R0 durch Delta. Das wäre jetzt C, oder? Ja, kann ich auch dran schreiben, C. So. Also die Leitfähigkeit hängt vom Radius ab, so ist die Vorgabe auch. So, und wenn das so ist, dann können wir das elektrische Feld uns angucken. Mit E von R gleich 1 durch Kappa mal J von R. Und das setzen wir mal zunächst mal ein. Da können wir nämlich das Kappa-Strich hier auch einsetzen. Und stellen dann fest, dass E von R ist gleich, E hoch R0 durch Delta durch Kappa mal 1 durch E hoch R durch Delta mal J0 mal E hoch R durch Delta. Und das ist gleich, und das ist ein wichtiges Ergebnis eigentlich. Das ist gleich, wenn die weggehen, E hoch R0 durch Delta durch Kappa mal J0 gleich Konst bei, ja, gleich konstant. So, das ist relativ wichtig, weil alles andere wäre ja irgendwie Blödsinn. Ne? Wenn wir uns jetzt vorstellen würden, wir hätten so einen Leiter, können wir mal das in Gegenvorstellung machen. Wir haben so einen Leiter hier und der hat eben diese komische Leitfähigkeit. Und der hat, das hatten wir ja schon, eine größere Stromdichte außen als innen. So, wenn das jetzt dazu führen würde, dass das elektrische Feld sich auch anders verhält, dann hätten wir nämlich plötzlich, wenn wir mal Äquipotentiallinien zeichnen wollten, nicht, dann würden wir vielleicht hier anfangen mit einer Äquipotentiallinie. Äquipot, so. Naja, und dann könnte sich das ja ergeben, dass das außen, haben wir mehr Strom als innen, dann würden die Äquipotentiallinien plötzlich so aussehen. So, das heißt also, wenn Sie messen, kriegen Sie hier eine ganz andere Spannung hin als da. Das wäre ja widersinnig, ne? So, da würde nämlich die Integration eines Feldes, das da irgendwie von R abhängt, genau dazu führen. Das soll nicht sein. Deswegen macht es auch Sinn, dieses Feld so zu wählen, wie es da ist, weil wir nämlich die Äquipotentiallinie nach wie vor gerade da durchgehen haben wollen. Nur das macht Sinn. Also natürlich kann man sich alles Mögliche konstruieren, aber wir wollen das nach wie vor so haben, ne? Dass wir nämlich an der Stelle die gleiche Spannung haben wie da. Ich hätte übrigens die Äquipotentiallinie genau andersrum zeichnen müssen, oder? Na, auch egal. Also kommt drauf an, wie man es denn gesehen hätte. So. Also, wir kriegen das raus und dann können wir die Spannung ausrechnen über eine Länge L. Spannung über Länge L. Na gut, das hängt ja alles nicht von L oder X oder sonst irgendetwas ab. Also ist das ja einfach das U, nichts weiter als E mal L. In dem Fall. Und dann können wir das auch ansetzen. Gleich E hoch R0 durch Delta durch Kappa mal J0 mal L. Ja, jetzt müssen wir es eigentlich nur R
gleich u durch i dividieren. Und das i hatten wir schon, das ist nämlich, wunderbar, auf der Tafel steht es. Ja, das ist nämlich genau das da. Und dann fällt auch das j0 wieder weg. Und dann ist der Ausdruck nur ein bisschen länger. Rechne ich mal eben aus. Gleich 1 durch g. Und ich rechne das g aus, weil sich das leichter hinschreiben lässt. 2 pi. j0 schreibe ich gar nicht erst hin. Delta Quadrat mal e hoch r0 durch Delta mal r0 durch Delta minus e hoch r0 durch Delta plus 1. Geteilt durch das, was wir hier schon stehen hatten. Kappa rutscht nach oben. L e hoch r0 durch Delta bleibt unten stehen. So, und dann mache ich daraus noch ein r. R gleich 1 durch g, ach, das steht da oben schon, ne? Drehe das einfach nur um und dividiere auch, ziehe das r0 gleich da rein. Dann haben wir hier L durch 2 Pi Delta Quadrat mal R0 durch Delta minus 1 plus E hoch minus R0 durch Delta. Und das Kappa muss auch noch irgendwo hin, da unten nämlich. Wieder was? Jetzt schon. So, das Ergebnis ist jenes. Gut. Das noch mal scharf stellen. So. Ja, was haben wir? Je dünner der Draht wird, das ist eigentlich die Aussage, desto höher wird der Widerstand. Das sieht man, also das ist logisch, ne? Verwundern jetzt auch irgendwie keinen so richtig. Die beiden Wechselstrom- und Gleichstromwiderstand werden dann auch gleich, weil ja die Eindringtiefe sehr viel größer ist als der Radius von dem Ding. Also ist eigentlich eine gleichförmige oder eine gleichmäßige Stromdichteverteilung hier anzunehmen. Wie im Gleichstromfall auch. Das ist das, was wir hier an der Stelle haben. Nur dann irgendwann laufen die auseinander, nicht? Und wenn jetzt eben die Eindringtiefe hier kleiner wird als das R0, meinetwegen hier 10 Mal oder so, dann sehen Sie, dass Sie hier durchaus einen erheblichen Unterschied zwischen dem Gleichstromwiderstand und dem Wechselstromwiderstand haben, ne? Weil eben, phänomenologisch erklärbar, nur ein Teil des Drahtes wirklich ausgenutzt wird für den Strom. Ne? Also wenn der Strom in der Mitte nicht fließt, dann kann ich es auch wegsägen. Ne? So, ja, das ist das, was ich eigentlich zeigen wollte hier an der Stelle. Nicht? So, der hier, das ist, also kommt hier jetzt nicht mehr raus, kann man aber auch ausrechnen. Der hier geht natürlich auf 0. Also je dicker das Ding wird, desto kleiner wird der Widerstand auch und das hört auch nicht auf. Also irgendwann wird der eben der Widerstand sehr, sehr klein. Ne? Was aber auch nur ein theoretisches Konstrukt ist, weil wenn der so groß wird, dann müssen Sie ja den Strom auch verteilen auf der ganzen Strecke und das müssten Sie ja ideal, also supraleitend eigentlich hinkriegen und das funktioniert ja auch nicht. Ne? So, also theoretisches Konstrukt, dass der wirklich auf 0 geht, aber wenn ich so weiterrechnen würde in dem Modell, täte er das. Der hier geht nicht auf 0, der hier konvergiert gegen irgendwas. Und zwar eigentlich nur gegenüber dem Widerstand, dass dem Widerstand, der sich ergibt, wenn der Strom nur auf einer dünnen Röhre, so einem Tubus, mit der Dicke Delta geführt wird.
Ne? Also der konzentriert sich wirklich da oben drauf. So. Gut. Vergleichen Sie gleich im Wechselstromwiderstand für L gleich 1 Meter und für die verschiedenen Größen, das mache ich jetzt mal. Nur so. Indem ich die Werte angebe. So, und da sehen Sie, dass dadurch durchaus erhebliche Unterschiede ergeben. Hier eine Hochspannungsleitung, Aluminium und Kupfer. Hier ist das Kappa angegeben. Die magnetischen Eigenschaften haben wir nicht angegeben. Die würden ins Delta normalerweise eingehen. Also würde man das hier finden. Im Prinzip finden Sie die magnetischen Eigenschaften hier wieder. Da eine HF-Leitung haben wir und eine Hochspannungsleitung aus Alu und Kupfer, Alu bzw. Kupfer und einmal aus Eisen nur mit deutlich schlechteren Leitwerten. Ne? Okay, das sind die Werte, die angegeben waren. Dann kommen hier jetzt die Widerstände raus. Einfach einsetzen, Gleichstromwiderstand, Wechselstromwiderstand. Und da sehen Sie selbst bei so einer Zentimeter oder 2 Zentimeter dicken Leitung, das ist dann letztlich 1 Zentimeter Radius, haben Sie hier schon merkliche Unterschiede von also irgendwo zwischen 30% und 50%. Bei der Hochspannungsleitung beim Eisen haben Sie hier eine Verfünffachung locker des Widerstandes, ne? Wobei man auch nicht einfach so in Eisen da Stromleitung machen würde, nicht? Wenn es darauf ankommt, einen kleinen Widerstand zu haben, weil Eisen einfach zu schlecht leitet, nicht? Und bei der Kupferleitung bei 1 Gigahertz, da ist ja hier die Eindringtiefe da nur 2 Mikrometer. Und da sehen Sie, dass hier jetzt Faktoren von irgendwie 26 oder sowas dazwischen liegen, zwischen dem Gleichstromwiderstand und dem Wechselstromwiderstand. Ne? Also es ist ein praktisch relevantes Thema und bei 1 Gigahertz hört es ja nicht auf. Ne? Also 2 Gigahertz ist ja die durchaus eine Mobilfunkfrequenz, die man heutzutage hat. Und bei 5 machen Sie WLAN, ne? Gig, meine ich. Berechnen Sie den Wechselstromwiderstand für den Fall R sehr viel größer Delta, also Leiter, bei denen sich der Strom fast nur auf der Oberfläche befindet, und interpretieren Sie das Ergebnis geometrisch. Das war das, was ich eben schon in so einem Halbsatz gesagt habe. Ich mache es jetzt nur mal, indem ich das hier auflege, und da sehen Sie jetzt, dass R0 sehr viel größer Delta, dann geht das hier weg, die 1 spielt keine Rolle gegenüber dem. Und was bleibt, ist, dass es letztlich hier auf diesem kleinen Tubus hier auf der Oberfläche da geführt wird. Und wenn Sie R0 natürlich jetzt hier auch gegen unendlich gehen lassen würden, dann geht auch hier der Widerstand gegen 0, beziehungsweise der Leitwert gegen unendlich. Nicht? Also er konvergiert nicht auf einen endlichen Wert, sondern geht nur sehr viel langsamer auf 0, während nämlich der Gleichstromwiderstand quadratisch mit R0 fallen würde, beziehungsweise der Leitwert quadratisch mit R0 steigen würde, steigt der hier nur linear. Ne? Das macht dann erhebliche Unterschiede. Gut. Shit, hätte ich mitnehmen sollen. Damit haben wir das Thema durch. Gibt es noch Wünsche, Fragen, Anregungen, Kommentare, auch kritische zum Thema Strömungsfelder? Nicht?